der Tutorial-Reihe MathCAD bzw. Programmieren in MathCAD. Hier soll es darum gehen, dass wir auch uns wieder mit Wiederholung beschäftigen. Das ist allerdings jetzt schon eine fortgeschrittene Übung, also es gibt da noch mehrere vorgeschaltete Übungen. Also wer jetzt hier bei dieser Übung einsteigt, der sollte eventuell sich die vorherigen Übungen anschauen, weil ich kann jetzt nicht komplett alles mal wiederholen. Und in dieser Übung soll es um verschachtelte Schleifen gehen. Ja, die braucht man normalerweise, wenn Sie Matrizen durchlaufen. Wir hatten ja bisher uns beschäftigt mit Vektoren, die wir durchlaufen haben, und da genügt in der Regel immer nur eine Zählschleife. Durchlaufen wir jedoch Matrizen, dann brauchen wir zwei Zählschleifen, für jede Dimension eine. Und wenn wir jetzt das Ganze noch weiterspinnen würden, was weiß ich, zum Beispiel jetzt auf dreidimensionale Felder, auch das gibt es theoretisch in der Programmiersprache. In MathCAD geht das theoretisch auch, aber das führt jetzt hier zu weit. Dann bräuchten Sie dann drei oder vier, je nachdem, wie viele Dimensionen Sie haben. Was meine ich mit Dimensionen? Wir haben jetzt hier eine Matrix, ja, wie Sie sehen, und die besteht im Prinzip aus Zeilen, ja, und Spalten. Ja, und das bedeutet im Prinzip, die Zeilen sind die erste Dimension, ja, die einzelnen Zeilen, und die Spalten wären dann die zweite Dimension. Ja, wir sollen hier eine Funktion programmieren, die Summe, ja, ähnlich wie bei der ersten Übung zum Vektor, machen wir das Ganze jetzt halt hier mit Matrizen, sollen quasi eine Funktion programmieren, die Summe der Werte einer Matrix einfach aufsummiert, die man ja übergibt. Und wir sollen es einmal machen mit dem For-Befehl und mit dem While-Befehl und dann noch als kleine Zusatzaufgabe. Wenn wir das gelöst haben, kann man das Programm noch ein bisschen ausbauen und sagen, ja, ich möchte allerdings die Funktion so programmieren, dass sie nur alle positiven Werte einer Matrix aufsummiert. Ja, das schauen wir uns dann nochmal zum Schluss an. Zunächst geht es erstmal nur darum, wie kann ich die Werte einer Matrix aufsummieren. Und es gibt da zwei wichtige Funktionen, wenn man da Hinweis hier, einmal mit Rows und Cols kann ich die Anzahl der Spalten, der Anzahl der Zeilen, Anzahl der Spalten ermitteln. Und man soll das Ganze natürlich auch testen, das heißt, es gibt natürlich auch einen Operator dafür in MathCAD, den sogenannten Summ-Operator, und mit dem kann man das normalerweise machen. Auch diese Übung ist rein didaktischer Natur. Ja, sowas würde man normalerweise jetzt nicht programmieren, weil das gibt es ja schon in MathCAD als Operator und auch in Excel gäbe es das schon als einfach Summ-Funktion. Aber wir wollen es einfach mal nachprogrammieren, um uns mit den Schleifen im Allgemeinen und hier im Speziellen mit den verschachtelten Schleifen zu beschäftigen. Zunächst erst nochmal wieder eine kurze Einführung in die Matrix-Problematik. Das Kapitel 2 hier, das können Sie überspringen, wenn Sie sich da schon auskennen. Und zwar möchte ich hier nochmal kurz diskutieren, wie kann man jetzt hier in der Matrix quasi arbeiten. Wir haben da ja zwei Indizes bei so einer Matrix. Ich zeige es nochmal hier, wenn ich hier auf einen einzelnen Wert zugreifen will. Deswegen spricht man auch von zwei Dimensionen. Also hier Mat, ich gebe den Namen ein. Dann kann ich hier auf Index gehen. Das war Steuerung Alt und eckige Klammer. War das Shortcut. Und müsste jetzt hier, um jetzt halt die einzelnen Werte anzusprechen, hier einfach jetzt die Adresse eingeben. Das geht los mit der Zeilennummer. Der Unterschied zum Excel, da ist immer am Excel erst die Spalten, der Spaltenbuchstabe und danach die Zeilennummer. Hier in MathCAD ist beides nummeriert. Allerdings geht es los mit der Zeilennummer. Also nehmen wir an, wir wollen jetzt hier auf diese 1 zugreifen, dann wäre das die zweite Zeile. Wenn der Origin 1 ist, das ist in dem Fall erstmal so, deswegen lassen wir es mal so stehen. Also die zweite Zeile, Komma, und hier dann auch die zweite Spalte. Ja, also 1, 2 und da können wir jetzt hier auf den. Könnten wir den Wert als zweite Spalte, damit könnten wir jetzt hier diesen Wert ansprechen. Ups, jetzt bin ich hier bei 10. Aha, mal gucken, was der Origin eingestellt ist. Ah, er ist auf 0. Ja, das habe ich wieder vergessen zu ändern. Das können wir wieder zurückstellen. Gehe erstmal wieder auf 1. Wie gesagt, normalerweise arbeite ich immer mit 1. Ja? Also wenn das auf 1 gestellt ist, dann hätten wir hier, wäre das die zweite Zeile und die zweite Spalte. Sie haben schon gesehen, wenn wir hier den Origin auf 0 hätten, wird da was anderes rauskommen. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann hätten wir das auf 10. Warum? Ich schalte es nochmal um. Ja, jetzt hätten wir hier 10. Dann würde nämlich die Indizierung, der Startindex bei 0 liegen. Da müssen wir so zählen: 0, 1, 2. Dann wäre das quasi die zweite Zeile. Und dasselbe gilt für die Spalten. Fangen wir bei 0 an zu zählen. Also 0, 1, 2 wäre das halt dann hier die zweite
Spalte und das ist die zweite Zeile und damit kämen ja auch 10 raus. Ja, deswegen ist immer ganz wichtig, welche Origin-Einstellung man verwendet und das bitte beachten. Ja, hier sind wir schon eh schon ins Thema eingestiegen. Das heißt, was ist der Startindex? Ja, Sie können das theoretisch, wenn Sie sagen, okay, ich arbeite eh immer mit Origin 1, ja, das mache ich zum Beispiel so, dann können Sie das auch vereinfacht schreiben. Ich mache es nochmal davor, indem Sie einfach hier sagen, gehe auf Rechenbereich und sage I tiefgestellt S ist gleich 1. Ja, das würde funktionieren, wenn der Origin bei 1 liegt. Wäre jetzt bei 0, dann müssten Sie sagen, I, mach ich auch mal dahinter, S, das wollte ich ja reinkopieren, macht er das? Ja, ist gleich 0. Dann müsste man das so schreiben. Und ich persönlich bevorzuge diese Schreibweise, weil die ist einfach allgemein. Da ist es völlig Wurst, ob der jetzt bei 0 oder 1 liegt. Ja, ich kann jetzt einfach hier umstellen. Er nimmt immer automatisch hier den Origin. Also, wenn er ist, aktuell ist er bei 0. Ja, und wenn ich auf 1 umschalten würde, dann hätte man hier die 1. Ja. Also, so können Sie das festlegen. Deswegen, ich habe es mal gelb markiert. Das ist die Schreibweise, die ich bevorzuge. Einfach sich auf Origin zu verweisen und damit umgeht man ganz geschickt das Problem, ob der jetzt auf 0 oder 1 gestellt ist. Aber auch das wäre richtig. In dem Fall hätten Sie das hier auf 0 umgestellt, dann wäre diese Schreibweise hier richtig. Ich gehe auf 1 zurück, weil das ist eigentlich immer das, was ich verwende. So, das ist quasi der Startindex, ja, den Sie festlegen können auf diese Art und Weise. Dann gibt es noch einen Endindex, das heißt, wo ist unsere Matrix zu Ende? Das heißt, man kann es auch Last Index nennen, also der letzte Wert, wie muss ich ihn adressieren in meiner Spalte? Das ist natürlich auch wiederum abhängig von unserem Startindex. Ja, ich werde es mal wieder erstmal hier allgemein schreiben. Ich schreibe es mal hier davor. Quatsch, mal speziell schreiben. Nennen wir das hier IR. Oder lass mal das weg. Ich werde nur die allgemeine Schreibweise hier verwenden. Das hier, Sie können es natürlich auszählen und sagen, das sind meinetwegen hier für die erste Dimension, für die Zeilen, das sind quasi 3 Zeilen. Ja, und wenn Sie bei 1, mit 1 anfangen zu zählen, wäre das 1, 2, 3. Und dann können Sie hier einfach schreiben, ich mache es mal hier davor, hier passt ganz gut rein. Gehen wir hier wieder auf Rechenbereich einfügen. Oder sitzt hier, ja, I. Tiefgestellt ER, das heißt Anzahl der Zeilen, Rows, Englisch, Punkt, was hat gesagt, 1, ja, für den Fall, dass Origin 1 ist, dann ist das 3, hat man gesagt. Ja. Der Nachteil ist, wenn Sie das jetzt so hart reinkodieren und Sie vergrößern jetzt Ihre Matrix, ja, um eine Zeile, dann stimmt das nicht mehr. Ja, deswegen ist es eleganter, das so zu schreiben. Das habe ich hier mal gemacht, indem Sie einfach hier die Anzahl der Zeilen ermitteln. Ja, das können Sie auf diese Art und Weise machen. Und das hat allerdings immer noch den Nachteil, dass das immer noch Origin-spezifisch ist, wenn Sie das so schreiben. Ja, also die Anzahl der Zeilen gibt ja immer an, wie viele Zeilen hat das Ding. Und das ist natürlich egal, ob jetzt Origin 0 oder 1 ist das immer 3. Ja, wenn Sie aber wissen wollen, wie ist der letzte Index in meiner Zeile, also wie kann ich die letzte Zeile ansprechen, dann müssen Sie aufpassen, dann müssen Sie zwei verschiedene Schreibweisen verwenden. Entweder bei Origin gleich 0, ich schalte mal jetzt auf 0 um, dann müssen Sie die Schreibweise hier einsetzen. Ja, dann würden Sie sagen, Rows Anzahl der Zeilen ist 3 minus 1. Warum? Es geht bei 0, fängt bei 0 an zu zählen. Also wäre das die 0. Zeile, die erste und das wäre die zweite. Also die letzte wäre dann die zweite. Ja, dann müssen Sie Anzahl der Zeilen minus 1 rechnen. Und bei Origin gleich 1, dann wäre das im Prinzip gleich. Ja, das ist der Vorteil, warum ich auch ganz gerne mit Origin gleich 1 arbeite, weil ich dann das Problem nicht habe. Ja, ich sehe da eigentlich nur Vorteile drin. Ich weiß gar nicht, was das bringt, wenn ich bei 0 anfange zu zählen. Fällt mir jetzt kein Vorteil ein. Aber falls jemand einen Vorteil kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Also ich wüsste jetzt keinen zu nennen. Aber es kann durchaus sein, dass das noch irgendeinen Vorteil hat, der mir jetzt nicht einfällt. Ja, aber ich sehe jetzt momentan hier in meinen Beispielen, die ich hier verwende,
bringt das eigentlich mehr, wenn man mit 1 arbeitet. Ja, das, wenn Sie es allerdings so schreiben, hier Origin in dieser Form, also Sie ermitteln quasi die Anzahl der Zeilen, addieren darauf den Origin und ziehen nochmal 1 ab. Und wenn jetzt Origin 1 ist, passiert Folgendes: Sie ermitteln die Anzahl der Zeilen, das ist 3, dann rechnen Sie 3 plus 1 und minus 1 bleibt also bei 3. Setzen Sie den Origin allerdings auf 0. Ja, dann wieder Anzahl der Zeilen ist 3 plus Origin 0, also bleibt bei 3, minus 1 wäre dann 2 und das passt dann wieder. Ja, das wäre jetzt wirklich diese Schreibweise, wir haben es mal gelb markiert, wäre jetzt die allgemeingültige Schreibweise. Ja, das heißt, die ist flexibel, egal wie groß Ihre Matrix ist und wo der Origin liegt. Ja, diese Schreibweise ist Origin-spezifisch, ja, diese beiden. Allerdings wäre die Größe der Matrix hier noch immer noch variabel. Ja, die können Sie hier einstellen und immer noch funktionieren. Allerdings Origin wäre hier, muss hier bei entweder bei 0 stehen, da muss man das so schreiben, oder bei 1 muss man es so schreiben. Und diese Schreibweise ist eher nicht zu empfehlen, weil die ist natürlich jetzt sehr spezifisch. Ja, die ist abhängig vom Origin. In dem Fall ist es hier auf 1. Und die passt auch nur dann, wenn die Matrix wirklich nur 3 Zeilen hat. Hat sie mehr, hat sie weniger, kann man diese Schreibweise nicht mehr verwenden. Deswegen würde ich die überhaupt nicht empfehlen. Ja, also die finde ich am besten, aber die sind auch noch ganz gut. Der Vorteil, warum ich diese Schreibweise hier dazu schreibe, ist einfach nur der, deswegen erwähne ich sie mit, wenn Sie in MATCAD ein Dokument erstellen, einfach nur um den Algorithmus zu visualisieren, dann ist die nicht, und Sie wollen das gar nicht parametrisieren, das heißt, Sie wollen die Ausgangswerte im Nachhinein nicht mehr ändern, dann kann die durchaus von Vorteil sein, weil die ist am einfachsten zu lesen. Ja, das ist hier eher schwieriger zu lesen und das ist noch viel schwieriger zu lesen. Ja, allerdings ist das dann vollautomatisch, ja, während das eben im Prinzip nicht mehr automatisch ist, dafür einfacher zu lesen. Dasselbe können Sie jetzt mit der zweiten Dimension machen, wenn wir uns die Spalten anschauen. Da können wir jetzt mal schneller drüber gehen. Das wiederholt sich ja nur, dass wir jetzt hier die Funktion Cols verwenden. Die ermittelt die Anzahl der Spalten. Ja, also bei Origin gleich 0 müsste man das dann so schreiben, wenn man das flexibel halten will. Dann ich ermittle einfach die Anzahl der Spalten und ziehe dann nochmal eine ab. Warum? Geht bei 0 los. Also 0, 1, 2, 3. Der letzte Index bei 0 wäre die 3. Ja, oder bei 1 wäre es dann halt die 4, dann fange ich bei 1 an zu zählen, also 1, 2, 3, 4, die letzte Spalte hätte den Index 4. Ja, und auch hier können Sie es wieder allgemein schreiben. Das wäre wieder die allgemeine Schreibweise, die wäre wieder unabhängig vom Origin, also hier bei 0 kommt hier 3 raus, Sie sehen, das funktioniert mit denen. Und wenn ich jetzt wieder auf 1 zurückstelle, dann kommt hier 4 raus, dann passt das hier wieder. Ja. So, das sind jetzt einmal der Startindex und der Endindex. Jeweils pro Dimension. Der Standindex ist natürlich gleich für jede Dimension, deswegen habe ich es nur IS genannt. Ja, weil es geht immer bei 1 oder bei 0 geht es los. Ja, während die Anzahl der Zeilen oder Spalten natürlich variabel sein kann. Es sei denn, Sie haben eine quadratische Matrix, dann wäre das auch gleich. Ja, aber wir gehen mal davon einer rechteckigen Matrix aus, wo man da zwei verschiedene Größen in X oder in Zeilen- und Spaltenrichtung haben. So, und dann gibt es noch den sogenannten Laufindex. Den müssen wir Mit denen durchlaufe ich jetzt meine Zeilen oder meine Spalten und den kann man wieder so festlegen, ja, in dieser Schreibweise. Wenn Sie schon vorher den Start- und den Endindex definiert haben, können Sie das so schreiben und dann hier so ausgeben. Für den Fall, dass Sie vorher das nicht definiert haben, Sie wollen das quasi in einem Aufwasch machen, dann können Sie das so schreiben. Das wäre jetzt wieder hier die allgemeine Schreibweise, die wieder, Sie fangen bei Origin an. Der Vorteil ist jetzt hier nochmal, wenn Sie das so schreiben, dann können Sie auch wie sagt man, die Schritte weiter auch eingeben. Das Inkrement. Ja? Sie sagen, der erste Wert ist Origin, also wo geht es los? Bei 0 oder 1. Und dann der zweite Wert wäre jetzt Origin plus 1. Ja, dann geht es dann mit 0, 1, 2, 3 weiter oder 1, 2, 3. Aber Sie können sagen, nee, ich möchte nicht so zählen mit Inkrement 1, sondern Inkrement 2. Machen wir das mal. Ja, und dann geht es auch bei 1 los, dann wird die 2 übersprungen, denn wenn Sie rechnen 1, Origin ist jetzt hier 1, 1 plus 2 macht dann im Prinzip 3. Der nächste Wert wäre dann 3 und so weiter. Das heißt, über diese Schreibweise können Sie auch das Inkrement steuern. Hier ist immer automatisches Inkrement 1. Ja. Wenn Sie es so schreiben, können Sie theoretisch da auch eingreifen und andere Inkremente verwenden, also andere Schrittweiten. Im Übrigen die Befehle dazu finden Sie hier, wenn Sie auf Rechnen gehen, auf Operator. Hier haben Sie jetzt den normalen Bereich, ja, einfach nur Punkt, Punkt. Und das wäre dann hier der Schrittbereich, wo Sie den Schrittbereich auch
einstellen können. Wichtig ist, Sie geben nicht hier das Inkrement ein, sondern nur den nächsten Wert. Ja, vom Startwert aus den nächsten Wert und damit ergibt sich automatisch dann das Inkrement, was dann bis zum letzten Wert durchgezogen wird. Sieht man dann auch hier. Ja, das wäre dann hier der letzte Wert. Wo ist jetzt hin hier? Wo bin ich jetzt? Ach so, ja, und da muss man natürlich den letzten Wert auch wieder wie hier oben schreiben. Deswegen macht die Sache so kurz etwas kompliziert, die Schreibweise. Ja, das wäre jetzt hier nochmal bis zum letzten Index in meiner Matrix pro Zeile oder pro Spalte. Ja, das wäre nochmal die Schreibweise für den letzten Index. Wie gesagt, das ist die allgemeine Schreibweise, die funktioniert dann, wenn Sie im Prinzip unabhängig sein wollen vom Origin und von der Größe der Matrix. Ich kann noch mal kurz hier, bloß mal zur Vollständigkeit halber, hier oben noch mal die Schreibweise machen. Wie wäre das für nur für den Fall, dass ich hier mit Origin 1 arbeiten will? Entschuldigung, mal dahinter klicken und ein Enter. Ja, dann kopiere ich mir hier mal diesen Ausdruck und mache das hier mal jetzt etwas vereinfachter. Jetzt nur für den Fall, das lässt sich nicht kopieren, das ist immer der schöne Vorführeffekt. Muss nochmal neu eingeben. Ne, hat er jetzt kopiert. Also die würden einfach den Origin auf 1 setzen. Ja, dann können Sie hier dann einfach den Wert eingeben. In unserem Fall wäre das dann hier meinetwegen die 3. Ja, und hier hinten können Sie dann einfach diese Schreibweise von hier oben nehmen. Das hat man, wie hat man es genannt? Hier IR1, also einfach groß und fertig. Ja, so wäre jetzt die Schreibweise, wenn wir jetzt. Das wäre jetzt spezifisch für, ich nenne es mal hier IR.1. Das wäre jetzt die Schreibweise, wenn Origin 1 ist. Und allerdings, wenn Sie das so schreiben, wäre es immer noch flexibel bezüglich der Größe der Matrix. Das heißt, die Matrix könnte sich ändern, was die Zeilen angeht. Und es würde sich automatisch mitändern, weil Sie ja hier einfach die Anzahl der Zeilen jeweils ermitteln. Und so können Sie jetzt hier die Schrittweite noch bestimmen. Ja, wenn Sie sagen würden, der nächste Wert wäre 2, dann würden Sie hier jeden Wert durchlaufen. Ja, wieder 1, 2, 3. Ja, und wenn Sie jetzt hier auf 3 setzen, dann haben Sie quasi jede zweite Zeile. Macht natürlich ja wenig Sinn, weil wir haben ja nicht so viele Zeilen, aber theoretisch könnte man das ja nochmal steuern. Ja, genauso wie hier unten. So, halt, hier muss ja 3 rein. Das wollte ich ja ein bisschen machen wie hier unten. Dasselbe können Sie natürlich über die Spalten machen. Ja, dasselbe Vorgehensweise. Hier haben Sie nochmal die Formel, die Sie machen müssen, wenn Sie quasi jede Spalte durchlaufen wollen. Und hier haben Sie nochmal die allgemeingültige Schreibweise, wenn Sie das wirklich komplett allgemein formulieren wollen, ohne abhängig sein vom Origin und ohne von der Größe abhängig zu sein. Auch hier könnten Sie wieder sich hier die Formel nehmen. Ich mache es jetzt hier mal exemplarisch für den Origin 0. Machen wir es mal für 1, weil wir wollen ja in Zukunft nur 1 verwenden. Tun wir die 0 mal weglassen. Also schreibt man hier noch IC.1 davor. Und wir können in dem Fall jetzt hier das Origin, den Parameter einfach durch 1 ersetzen. Hier geben wir die Schrittweite an. Der nächste Wert wäre 2. Wir ermitteln die Anzahl der Spalten und diesen Zusatz können wir dann hier weglassen, weil das entspricht dann auch gleich dem letzten Index, wenn man bei 1 anfängt zu zählen. Und das wäre dann hier diese Schreibweise für die vereinfachte Schreibweise, wenn man im Prinzip sich einigt auf den Index 1, Startindex 1. Im Übrigen, das werden Sie auch in den meisten meiner Übungen finden, ja, diese Schreibweise. So viel erstmal dazu. Wie kann ich jetzt hier mit meinen Origin arbeiten? Hier muss ich nochmal ganz kurz das korrigieren, damit das hier unten funktioniert. Origin plus 1. So. Berechnung 1 bleibt wieder auf 1 zurückgesetzt, also Ihr Origin ist wieder bei 1. So, wie kann man jetzt. Oh. So ein bisschen aufgeräumt hier, wenn Sie es besser sehen. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie kann ich jetzt im zweiten Schritt hier so eine Summe berechnen. Ja, über die Operatoren in MATCAD. Denn ich wollte ja demonstrieren, dass wenn man diese Funktion, die wir jetzt programmieren wollen, dass sie eigentlich schon da ist in Form des Operators. Und auch das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, wie man sowas machen kann hier in MATCAD. Wie gesagt, wer das schon weiß, der kann das überspringen, dieses kleine Unterkapitel. Ansonsten schauen Sie nochmal kurz hierher. Zunächst hier, wie gebe ich das ein, wenn Origin gleich 0 ist? Ich setze das mal wieder hier auf 0. Ja, dann kann man das hier so eingeben.
in dieser Form. Zunächst die erste Summe, die setzen den Laufindex hier unten auf Startindex 0, ja, und sagen bis wohin. Das haben wir hier oben schon ermittelt, IR0. Wo haben wir es? Hier. Hier. Ja. Können Sie quasi von hier oben das gleich übernehmen. Also fangen an ab der ersten, ab der nullten Zeile bis zur letzten. Und nächste Summe wäre, damit summieren Sie quasi, durchlaufen Sie die Zeilen und dann müssen Sie nochmal die Spalten durchlaufen. Das wäre das zweite Summoperator. Hier ist dann der Spaltenindex, wäre dann hier J. Man kann es übrigens, werde ich mal ein bisschen ändern, dass hier einfach, das ist vielleicht ein bisschen einfacher verständlich. Ups. Wenn Sie das hier nicht, kann man das hier umbenennen? Muss ich das IR nennen? Ich glaube, das kann ich auch einfach R ist gleich 0. Aufpassen, dass Sie hier ist normales ist gleich verwenden. Ja, es wird gerne das bisschen inkonsistent jetzt hier in MATCAT. Das wäre dann das C. C ist gleich 0. Und dann müssen Sie natürlich dann hier die Matrix noch dazugeben. Das ist diese hier. Und dann wäre das hier unsere R für die Zeilen und das C für die Spalten. Ja, das macht er könnte so ist vielleicht besser zu lesen mit diesen I und J. Man nutzt zwar ganz gern immer I und J, ja, aber ich glaube, es ist verständlicher, wenn Sie hier bei der Bezeichnung R für Rows und C für Spalten bleiben. Columns, so ist es halt leichter. Ja, und das kann man natürlich jetzt auch noch dann allgemein formulieren hier oben, aber das sei mal hingestellt. Hier nochmal das Ganze hier für den Fall, dass es der Index 1 ist. Sie sehen, wenn ich jetzt auf 0 umstelle, dann klappt diese Schreibweise hier nicht mehr. Dann kriege ich hier eine Fehlermeldung. Ich stelle das auf 1 um, dann geht die hier oben nicht mehr, aber die untere geht jetzt. Ja. Und nochmal gleich dahinter nochmal dargestellt, wie gibt man das ein vielleicht? Also Sie gehen ja auf Rechnen, dann finden Sie hier den Summoperator oder auch das Produkt. Übrigens, das Produkt können Sie genauso ähnlich verwenden wie die Summe. Also was ich Ihnen jetzt zeige, gilt auch für das Produkt. Lassen wir die Summe jetzt hier im Spiel, weil wir eine Summfunktion programmieren wollen. Und jetzt sehen wir die Platzhalter hier ein für den Startindex hier unten. Und da gebe ich jetzt ein i wieder. Ah, ne, ich wollte das mit R machen. Also R ist gleich 1 in dem Fall. Bis wohin soll es gehen? Bis i tief gestellt ER Punkt 1. Ja, dann klicken Sie dahinter und geben jetzt, das ist quasi die Summe über die Zeilen. Ja, Rows. Die nächste Summe geben Sie jetzt ein für die Spalten. Da wäre das nicht R, sondern C. Also C ist gleich wieder 1, geht bei 1 los und das Ganze geht jetzt bis i tief gestellt ec.1 und das haben wir oben schon mal definiert. IC, wo hatte ich das? Hier. Ja, das ist einfach Anzahl, ist einfach der letzte Index in meinem, der letzte Spaltenindex. Ja, wird bei für den Index, also für Origin gleich 1, wird das halt so ermittelt. Und jetzt geben wir hier Variablennamen für die Matrix ein, also Mat, und müssen noch die Indizes zuordnen. Das wäre wieder hier dieser Matrix-Index. Und am Anfang immer die Zeilen und der zwei erste Wert ist immer die Zeile und der zweite Wert immer die Spalte. Gehen auf ist gleich und so kann man das Ganze eingeben. So, jetzt nochmal hier ein Beispiel. Ich schalte wieder auf. Das wäre jetzt das für den Fall, dass es 1 ist. Jetzt nochmal ein Beispiel für den Fall, dass es hier, das ist jetzt die Schreibweise, die generell gilt. Ja, hier unten. Sie können einfach jetzt sagen, okay, ich greife jetzt hier auf diese Indizes oben zu, die ich hier oben schon mal stehen habe. Ja, diese hier. Und hier ist noch eine Fehlermeldung. Jetzt muss ich kurz gucken, woran das liegt. Das tun wir wieder löschen. Ja, diese Fehlermeldung kriegen Sie immer dann. Das habe ich ewig gebraucht, herauszukriegen, woran das liegt, wenn Sie hier IR einfach danach ausgeben. Ja, ich habe jetzt so ein IR ist gleich eingegeben. Das dürfen Sie nicht machen, wenn Sie das IR verwenden wollen. Warum das so ist, keine Ahnung. Wenn man es weiß, ist es okay. Wie gesagt, ich habe das ewig nicht gewusst, warum das so ist, aber jetzt habe ich es mittlerweile rausgekriegt. Also, das nehmen wir wieder weg. Und wenn Sie es unbedingt sehen wollen, ausgeben wollen, dann gehen Sie einfach hier dahinter. Fügen hier nochmal einen Rechenbereich ein, machen hier noch ein Komma, also eine Kommatrennung rein, wo ist ein Komma hier und gebe es nochmal explizit aus. Ja, also hier drüben, also ich tue es nicht in einem Aufwasch aufgeben, also hier mit Doppelpunkt ist gleich definieren, danach sofort ausgeben, sondern ich muss die Definition für sich stehen lassen und danach kann ich es allerdings ausgeben. I, alt, das bin ich hier rausgerutscht. So, hier
i tiefgestellt r ist gleich. Und mit dieser Schreibweise kann ich es dann auch verwenden. Und dann sehen Sie, dann haben wir auch noch das Problem hier unten. Dann geht das jetzt hier. Hier unten habe ich es auch nochmal so gemacht. Also hier muss ich das auch nochmal wegnehmen. So, hier dahinter klicken und dann entfällt. So, dann rausklicken, wieder in den Textbereich reingehen, Komma, Leerzeichen, wieder Rechenbereich einfügen. Und dann geben wir jetzt ein i tiefgestellt c ist gleich. Und dann klappt das auch hier wieder in dieser Schreibweise. Ja, jetzt sehen Sie, das wäre im Prinzip jetzt die ausführliche Schreibweise, wenn Sie jetzt auf die bereits vorhandenen Start- und Endindex pro Spalte oder Zeile zugreifen wollen. Ja, das bedeutet, so können Sie es einfach hier eingeben und zuordnen. Hier könnte man es noch, damit das ein bisschen also konsistent ist, vielleicht hier wieder mit R und C arbeiten. Hier unten und nicht mit I und J. So, dann nehmen wir hier noch ein R rein und hier ein C. So, und das können Sie auch, das wird jetzt ausführlich geschrieben. Sie können aber auch, wenn Sie auf bereits vorhandene Indizes zugreifen wollen, direkt hier den Schrittbereich eingeben. Ja, mit IR und IC. Ja, Sie müssen im Prinzip das hier tun, Sie selber definieren, den Schrittbereich. Hier ist er 1. Ja, hier, Sie greifen quasi hier nur auf den Start- und den Endindex zu. Ja, Sie können aber auch sagen, nee, ich tue den Schrittbereich hier draußen programmieren, also mit draußen einstellen. Und greife jetzt nur auf den Schrittbereich zu. Diese Schreibweise hat den Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, bei IR, wo habe ich das hier definiert? Hier, dass ich hier sagen kann, naja, ich kann jetzt hier einfach nicht um 1 erhöhen, sondern um 2. Ja, und dann kann ich quasi steuern, wie die Werte aufsummieren soll. Wo haben wir es jetzt hier stehen? Hier, ja. Jetzt wird im Prinzip, da werden nur zwei Zeilen aufsummiert und eine wird übersprungen. Ja, deswegen kommt eine andere Summe raus. Ja, das hat den Vorteil mit dieser Schreibweise, dass Sie hier theoretisch eingreifen können und nicht automatisch alles aufsummieren müssen, sondern Sie können, war das jetzt hier eher, hier die Schrittweite festlegen, was ich Ihnen vorhin auch gezeigt habe. Sie sehen, es wird quasi die erste und die dritte Zeile aufsummiert, die zweite wird übersprungen und so können Sie halt steuern Ihre Summe. Ja, ohne dass Sie programmieren müssen eigentlich. Ja, ist eigentlich ganz praktisch. Das ist wieder zurück auf 1. Also mit dieser Schreibweise haben Sie eigentlich mehr Zugriff auf den Schrittbereich. Ja. Hier ist nochmal die ganz allgemeine Form geschrieben. Wenn Sie jetzt sich nicht die Mühe machen wollen, entweder den Schrittbereich zu definieren oder den Start- und den Endindex pro Zeile oder Spalte, dann können Sie das auch direkt in der Summe machen. Ja, das ist natürlich jetzt ganz schwer zu lesen. Ja. Also das würde ich, glaube ich, eher nicht empfehlen. Aber auch das ginge theoretisch, indem Sie das jetzt hier, wenn Sie das so schreiben, dann ist das Inkrement immer 1. Ja, das wäre quasi diese Schreibweise. Nur, dass Sie halt die Definition bereits hier drinne vornehmen und nicht vorab irgendwo. Ja, das machen Sie quasi direkt in der Summe. Ich kann das auch nochmal ein bisschen ändern, hier mit das konsistent. Oh, so wieder nass zurück. Hier auch nochmal auf R ändern. Es ist immer schwer, hier unten reinzukommen, dass man das wirklich erwischt. R, das war C. Und hier wollte ich jetzt auch nochmal das R und das C. Ja, es ist, wie gesagt, in der Mathematik findet man eher I und J, ja, aber für unseren Fall ist vielleicht R und C sinnvoller. Da kann man es eher zuordnen, was ist die Zeile, was ist die Spalte. Ja, wie gesagt, das sind verschiedene Schreibweisen, wie man halt arbeiten kann in MathCAD, um halt solche Matrizen aufzusummieren, beziehungsweise die Matrizen zu durchlaufen über die sogenannten Startindex, über den Endindex pro Zeile und pro Spalte und natürlich auch über die Bereichsvariable, beziehungsweise über den Schrittbereich. Und man kann das ja allgemein formulieren, dass es sogar unabhängig ist vom Origin, der hier eingestellt ist, aber auch unabhängig von der Größe der Matrix, sodass es dann sich automatisch anpasst. Wenn Sie das nicht brauchen, diese allgemeine Formulierung, wenn Sie meinetwegen diese Variabilität nicht benötigen, gerade was Origin angeht, ist es eigentlich eher unnötig, das so kompliziert zu schreiben. Was die Länge angeht, ist allerdings doch praktisch, ja, das so zu machen, ja, weil die Größe einer Matrix kann sich durchaus mal schnell ändern. Dass man den Origin innerhalb eines Worksheets ändert, ist eher unwahrscheinlich. Allerdings Worksheets übergreifend kann das passieren. Ja, das kann sein, dass wenn Sie meinetwegen in dem einen Arbeitsblatt arbeiten Sie mit Origin gleich 1 und der Kollege, der vielleicht jetzt
lieber die Nuller-Variante bevorzugt, der arbeitet mit Origin gleich 0. Und wenn Sie halt dann die Formeln austauschen wollen, dann ist natürlich diese ganz allgemeine Schreibweise praktisch. Ja, dann müssen Sie die nochmal anpassen. Aber was relativ häufig vorkommt, dass sich die Größe einer Matrix ändert. Also das sollten Sie schon machen, dass Sie möglichst dann die Schreibweise so verwenden, dass die Matrixgröße sich dann ändern kann und die Formel immer noch funktioniert. Okay, so viel dazu, zu den Arbeiten mit Matrizen hier in MATKit, jetzt mal unabhängig von der Programmierung. Und im nächsten Schritt wollen wir jetzt eine Funktion schreiben, die quasi so eine Summation durchführt über die Werte einer Matrix. Die werden wir zunächst entwerfen im Visio, den Algorithmus dafür. Ja, ich möchte hier zeigen, zunächst erstmal ein Visio, wie man so ein Flussdiagramm diesbezüglich entwerfen kann. Ja, wie gesagt, es geht nochmal darum, eine Funktion zu programmieren, der ich eine Matrix übergebe und sie soll dann die Werte dieser Matrix einfach aufsummieren. Das heißt, wir fangen zunächst erstmal an hier mit einer Eingabe. Ja, die tun wir hier. So sieht das aus. Das heißt, das ist hier mein Eingabesymbol. Ein bisschen so. Ich tue mich mal ein bisschen ran. So. Ganz wichtig, ja, das können Sie hier, das finden Sie, das ist dieses hier. Ja. Das ist quasi Ihre Dateneingabe. Die Matrix nennen wir hier in unserem Flussdiagramm M. Ja, das ist quasi Variablename dieser Matrix. Doppelpunkt, das steht mal hier, schreibt man hier zunächst den groben Datentyp dazu, also Matrix. Also bei M handelt es sich um eine Matrix, was enthält sie für Daten, in dem Fall Gleitkomma-Werte. Ja, wichtig ist immer, dass Sie die Eingabedaten, aber auch die Ausgabedaten möglichst gut beschreiben, weil der Datentyp, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, definiert auch immer den Algorithmus. Ja, ist immer abhängig, was habe ich überhaupt für Daten gegeben, weil das bestimmt natürlich dann auch, was ich mit den Daten alles machen kann. Das ist jetzt die Eingabe. Ja, und im nächsten Schritt definieren wir die Ausgabe. Das habe ich jetzt hier unten. Das wäre jetzt hier, was geben Sie aus? Sie geben die Summe aus und das ist keine Matrix mehr, sondern ist quasi ein Wert, also ein Skalar und die ist aber auch vom Typ Float, also Gleitkomma. So. Jetzt müssen Sie sich überlegen, wenn wir jetzt hier eine Matrix haben und das Ganze aufsummieren wollen, wie machen wir das? Und ich wechsle mal kurz ins MATCAD nochmal zurück, um Ihnen zu zeigen, würden wir jetzt hier, ist unsere Beispielmatrix hier oben, würden wir jetzt hier die Werte aufsummieren wollen, dann müssten wir, jetzt mal, wenn wir es Kopf machen würden, dann würde man wahrscheinlich entweder jetzt hier das so spaltenweise machen oder zeilenweise machen. Ich mache es mal jetzt hier in dieser Form. Ich gehe in die erste Zeile und fange jetzt an zu summieren. Ja, die Matrix ist relativ klein, aber ich fange trotzdem jetzt mal an. Also sage ich jetzt, ich nehme jetzt hier die 3, merke mir also die 3 und summiere jetzt die 2 drauf. Bin ich bei 5. Jetzt habe ich mir quasi hier die 5, oder tun wir vielleicht das folgendermaßen machen, sieht man es noch ein bisschen besser. Dann können Sie mir vielleicht besser folgen, wenn wir das so machen. Über das Sniping-Tool, ich zoome mich hier bisschen mehr ran. So, gehe auf Neu und habe jetzt hier mal die Matrix. Also nochmal, ich fange jetzt hier an in der ersten Zeile, ja, und gehe jetzt hier spaltenweise das Ganze ab. Zunächst die 3, merke mal also die 3, dann addiere ich auf die 3 die 2 drauf, bin ich bei der 5. Dann addiere ich auf die 5 drauf, bin ich auf bei der 10. Ja, tu von der 10 die minus 6 wieder abziehen, bin ich wieder bei einer 4. Tu von der 4 die minus 5 abziehen, gehe jetzt in die nächste Zeile, ja, und gehe wieder die Spaltenweise das Ganze ab. Also von der, das hat gesagt, minus 4 die minus 5, da bin ich bei minus 1. Dann wieder 1 ab, bin ich wieder bei 0 und so weiter. Ich hoffe, ich habe das nicht verrechnet. Und so gehen Sie das ganze Ding quasi durch. Das heißt, Sie müssen sich irgendwie die Zwischenwerte, die Zwischensumme merken, speichern. Und das müssen wir auch bei unserem Algorithmus machen. Wir müssen quasi eine Variable vorhalten, in welcher wir die Zwischensumme abspeichern. Wechsel wieder ins Visio und da schreiben wir das mal rein. So wie ich es im Kopf jetzt auch gemacht habe, da muss ich mir auch die Zwischensumme immer merken. Und das brauchen wir im Algorithmus. Das heißt, wir definieren eine Variable, die nennen wir einfach Summe und in der speichern wir immer die jeweilige Zwischensumme ab. Die setzt man am Anfang auf 0, weil wir ja nicht wissen, was da rauskommt. Am Anfang ist sie erstmal 0. Gehen davon aus, dass die das ist unser, quasi unser Startwert. Ja. So. Ja, weil wenn Sie quasi, warum auf 0, wenn Sie irgendwas aufaddieren und in der Addition spielt die 0 keine Rolle. Ja, also 0 aufaddieren passiert nichts. Ja, dann wird sich der Wert nicht ändern. Aufpassen, hätten wir jetzt hier ein Produkt, dann dürfen wir nicht 0 nehmen, denn sobald Sie ja Werte mit 0 multiplizieren, da hat das schon eine Rolle, wird nämlich 0 draus. Ja, dann müsste
der Startwert 1 sein. Ja, wird man das Ganze nicht aufsummieren, sondern aufmultiplizieren, also hat man quasi keine Summe, sondern ein Produkt, dann müsste unser Startwert 1 sein. Ja, das bitte beachten. Ja, also immer einen Startwert festlegen, der jetzt in der jeweiligen Operation nichts bewirkt. Ja, bei Addition bewirkt die 0 nichts und bei einer Multiplikation bewirkt die 1 nichts. Ja, wenn Sie Zahlen mit 1 multiplizieren, bleiben die immer gleich. So, dann brauchen wir noch einen, gehen wir mal zurück in unser Snagit, wenn wir jetzt die Tabelle durchlaufen haben, ja, dann sind wir quasi angefangen und bleiben wir mit Startindex 1, das war hier unsere Zeile. Haben wir hier die Zeilennummern. 1, 2, 3. Ich nehme mal eine andere Farbe und mache mal mit Blau die Spaltennummern. Und jetzt durchlaufen wir quasi, wir sind quasi in die erste Zeile reingegangen. Und sind dann quasi hier unsere Werte durchlaufen. Ich erinnere nochmal, um jetzt die Werte, um die Matrize ansprechen zu können, die hieß Mat. Die einzelnen Werte brauchen wir jeweils einmal den, das war jetzt hier rot, den Zeilenindex, nenne ich mal R, und den mit Komma getrennt. Alt, das wollte ich jetzt das eigentlich schwarz machen. Hier ist schwarz mit Komma getrennt und danach der Spaltenindex und den haben wir C genannt. Der ist blau. So, das wäre hier unser C und das wäre hier unser R. Und wenn ich jetzt quasi hier anfange, die Werte zu durchlaufen, dann, da schreibe ich es mal mit schwarze hin, um die Farbe jetzt mal wechseln zu müssen, dann wenn ich hier bei der 3 bin, dann wäre der Index 1, 1. Ja. Also dieser. Bin ich bei der 2, dann bleibt die Zeile gleich, aber der Spaltenindex ändert sich. Hier, Komma rein. Dann wäre das bei 1, 2. Gehe ich zur 5, dann muss ich das wieder um 1 erhöhen. Also wäre das dann 1, 3 und so weiter. Und jetzt haben wir hier noch den sechsten Wert. Nehmen wir auch noch mit rein, damit wir das ungefähr hier abbilden können. Habe ich hier noch genügend Platz? Na, leider nicht, aber wir können. Na, genügt vielleicht so. So. Und so, also hier die minus 6 wäre dann 1,4. Und jetzt bei minus 5 wird man jetzt die Zeilennummer ändern. Da wird man jetzt den Zeilenindex hochzählen. Und das wäre dann 2,1 wieder. Und das wäre dann wieder 2,2 und so weiter. Und ich hoffe, ich konnte es hier veranschaulichen. Machen wir hier. Punkt, Punkt, Punkt. Ich könnte es hier veranschaulichen, dass wir jetzt quasi sowohl den Spaltenindex als auch den Zeilenindex immer jeweils einmal hochzählen müssen. Ja, immer um 1, wenn wir eben quasi jeden Wert durchlaufen wollen. Ja, würden wir jetzt nicht um 1 hochzählen, sondern um 2, da könnten wir quasi dann jeden zweiten Wert durchlaufen oder so. Ja, deswegen brauchen wir jetzt noch zwei Variablen in unserem Algorithmus, mit dem wir die einzelnen Indizes darstellen, durchlaufen wollen. Wo ist jetzt mal hier? Und das wäre einmal IR, ja, für die Zeile. Den setzen wir auf 1, weil wir jetzt da losgehen soll. Und wir fangen quasi erstmal zunächst an, die Zeilen zu durchlaufen. Ja. Und das ist jetzt hier diese Anweisung, also diese Bedingung. Ja, ich zähle jetzt hier mein IR. Prüfe, solange mein IR kleiner ist als groß. Ja, weil Sie haben ja gesehen, ich zeige mal kurz im Snagit, dass ich diese, wenn ich hier zum Beispiel gewesen bin, ja, hier, dann wiederholt sich das Ganze wieder bei C. Ja, dann geht wieder das bei, wenn ich in die zweite Zeile gewechselt bin, dann war dann am Anfang war I, also IR gleich 1 oder IR gleich 1 und beim zweiten wäre dann IR gleich 2, also für die zweite Zeile. Und dann zählte ich allerdings wieder bei 1 anfangen die Spalten hoch. Ja, deswegen fange ich jetzt mit Row an und fange erstmal an, die Zeile erstmal zu durchlaufen und danach die Spalte. Deswegen prüfe ich jetzt, ist mein IR kleiner als die Anzahl meiner Spalten, beziehungsweise das gilt natürlich nur, wenn Origin gleich 1 ist, oder halt den letzten Index meiner Spalte. Was soll er dann machen? Dann soll er anfangen, mein IC hochzuzählen. Also setze ich jetzt hier mein IC auf 1. Ja, wieder auf 1. Ja, das begann ja immer wieder bei 1 am Anfang dieser Wert. Deswegen muss dieses IC jetzt hier rein. Und was soll er dann wieder machen? Und jetzt tue ich quasi mein
IC prüfen, ob ich das IC immer noch kleiner ist als die Anzahl meiner Spalten. Jetzt bin ich, das ist meine äußere Schleife, die läuft über die Zeilen und das ist meine innere Schleife, die läuft über die Spalten. Ja, genauso wie wir das auch im Matcat hatten, wo wir diese beiden Sum-Operatoren hatten. Da gab es einen äußeren und einen inneren. Und wenn das wahr ist, was soll er dann machen? Dann soll er einfach hier die Summe berechnen, indem er jetzt einfach sagt, die Summe, unser Startwert, ja, den wir definiert haben, wird einfach jetzt überschrieben, indem man diesen Startwert nimmt oder die Zwischensumme nimmt und den aktuellen Wert aus unserer Matrix aufaddiert, wo wir gerade mit unserem Index stehen. Ja. Und wenn wir dann damit fertig sind, was soll er machen? Dann muss er IC hochsetzen um 1. Dann geht er quasi zum nächsten. Ja, das hat man hier gemacht. Wir sind mal in Snagit. Ja, wir sind quasi hier. Das war die erste Zeile, sind wir durchlaufen. Ja, und dann waren wir erst hier. Ja, und dann haben wir das. Die Zeile blieb ja gleich. Und jetzt durchlaufen wir quasi erstmal hier die Spalte. Ja, und wenn wir am Ende angekommen sind, wenn quasi dann IC gleich 4 ist, ja, das wäre jetzt hier, nehmen wir das mal hier weg. Das wäre jetzt hier diese Bedingung. Ja, IC ist immer noch kleiner gleich 4, dann passt das. Jetzt wird es einfach hochgesetzt auf 5. Jetzt kommt das IC gleich 5 an. Das ist nicht mehr kleiner gleich 4, also ist das falsch. Ja. Und, oh, das sehe ich gerade, da ist hier ein Fehler. Ne, Quatsch, passt. Ja, ist richtig, ja. Und dann geht er im Prinzip zurück zu unser IR und da wird quasi IR hochgezählt, ja, wenn er quasi hinten angekommen ist. Hier, ja, dann ist er quasi angekommen. Das muss er quasi die Zeile hochzählen. Ja, geht er quasi hier rein. Und wo geht er dann hin? Schauen wir hier. Und dann geht es ganz von vorne los. Ja, dann tut er jetzt wieder, jetzt ist IR quasi 2 und es geht wieder IC mit 1 los. Durchläuft das wieder so lange, summiert das Ganze auf und kommt dann wieder hinten an und zählt dann wieder die Spalte hoch und geht dann wieder zur nächsten Spalte. Das macht er so lange, bis er hier unten angekommen ist. Ja, da haben wir jetzt folgenden Index. Da haben wir jetzt ein IR von 3. Ich schreibe es mal her. Das wäre jetzt hier ein 3 ist dann die Zeile und 4 wäre die Spalte, wenn wir bei 1 anfangen zu zählen. Und schauen wir mal rein, was wird dann passieren. Also jetzt sind wir quasi hier. Also IC wäre 4, zählt das hoch, 4 plus 1 macht 5, 5 ist nicht mehr kleiner 4, geht er jetzt hierher, tut quasi jetzt die Zeile hochzählen von 3, 3 und 1 macht 4, guckt jetzt hier, aha, 4 ist nicht mehr kleiner als 3, sind quasi außerhalb unserer Zeilen, so viele Zeilen haben wir gar nicht, deswegen ist jetzt hier diese Bedingung drin, sagt jetzt false und gibt jetzt hier unsere bisher berechnete Zwischensumme als Endsumme mehr oder weniger aus. Ja. So kann man das Ganze programmieren, beziehungsweise nicht programmieren, dass man so einen Algorithmus entwerfen, mit dem man hier so eine Zwischensumme ermitteln kann. Wichtig ist hier, wir haben hier zwei Schleifen. Einmal die äußere, die zählt quasi unsere Zeilen und einmal die innere, die zählt unsere Spalten. Im Übrigen können Sie die Reihenfolge auch tauschen. Ja. Ich hätte jetzt auch die umgekehrte Reihenfolge wählen können. Ich zeige es nochmal ganz kurz, wie das dann aussehen würde in unserem, wenn ich es anders zählen würde. Ich könnte natürlich auch so zählen, dass ich einfach sage, gehe in die erste Spalte und summiere jetzt hier zeilenweise auf. Ja, sage 3 plus minus 5 plus 8, dann wechsle ich in die nächste Spalte und dann wäre im Prinzip, wenn ich das so machen würde, würde die äußere Schleife über die Spalten gehen und die innere Schleife über die Zeilen. Eigentlich ist das egal. Ja, man muss es halt nur konsequent durchhalten. Und immer aufpassen, dass man die Indizes richtig zuordnet. Jetzt haben wir das Flussdiagramm entworfen, haben es auch mal ausprobiert, immer im Kopf so ein bisschen nachgetestet, dass die ganzen Pfeile überall zum Ziel führen. Und wenn man das gemacht hat, kann man im nächsten Schritt sich das Struktogramm anschauen. Machen wir das mal. So, wie machen wir das? Wir haben wieder eine Dateneingabe, also das ist gegeben, das wird M als Matrix. Ja, gut, ich habe es nicht ganz so schön formuliert wie hier oben, einfach nur Matrix angegeben. Hätten noch dazu schreiben können, dass es Float ist. Das ist ein bisschen unschön, aber okay, tun wir es mal ignorieren. Und hier unten hätten wir jetzt wieder die Ausgabe und die Summe. Da haben wir gar nichts angegeben. Das soll man bitte vermeiden, das habe ich hier noch nicht korrigiert. Da sie normalerweise soll man die Daten schon noch ein bisschen typisieren. Auch wenn das in Matcat dann bei der Implementierung keine Rolle spielt, würde ich dennoch empfehlen, wenn Sie Flussdiagramme entwickeln, aber auch Struktogramme, dass Sie immer die Ausgangsdaten
bezüglich des Datentyps beschreiben, sagen, was ist es? Ist es eine Matrix, ist es ein Skalar, ist es eine Gleitkommazahl oder eine ganze Zahl oder ist es sogar ein Text? Ja, das bitte beachten. So, jetzt müssen wir hier die Variable für die Summe anlegen. Das machen wir hier. Ja, und die Variable für unseren Zeilenindex. Ja, das ist dann hier IR ist gleich 1. Hier habe ich da übrigens dann den Datentyp dahinter geschrieben, immer jeweils Float und Integer. Jetzt kommt hier die erste Bedingung, ja, die erste Schleife, wenn man so will. Das ist in dem Fall eine While-Schleife, weil das Flussdiagramm kennt ja eigentlich nur While-Schleifen. Deswegen machen wir das Ganze jetzt erstmal ja 1 zu 1 übersetzen. Wir haben jetzt hier eine While-Schleife, solange IR kleiner als der Anzahl unserer Zeilen ist. Was soll er dann machen? Dann soll er hier das IC auf 1 setzen, also wieder bei jeder Zeile anfangen, bei jeder ersten Spalte anfangen, das Ganze zu durchlaufen. Und jetzt durchläuft er quasi die Spalten und sagt jetzt, solange IC kleiner gleich der Anzahl der Spalten ist, soll er hier die Summe ermitteln, die Zwischensumme. Also wie so hier sind wir quasi jetzt hier den Wert entsprechend immer erhöhen, um den jeweiligen Matrixwert, wo ich gerade bin, also die Zwischensumme erhöhen und den jeweiligen Matrixwert, wo ich gerade bin, und dann danach immer ganz wichtig hier den Zähler hochsetzen. Das immer quasi ist dieses hier, also IC plus 1. Wenn er am Ende unserer Spalten angekommen ist, muss er wieder in die nächste Zeile wechseln. Das sieht man jetzt hier. Hier setze ich jetzt erst quasi meine innere Schleife. Hier ist die Wiederholbedingung. Hier ist der Schleifenrumpf. Also was passiert in der Schleife? Zwischensumme erhöhen und Zähler hochsetzen für die Spalten. Und das wäre jetzt hier die äußere Schleife für die Zeilen. Und was passiert dann hier am Ende? Er setzt einfach dann den Zähler hoch. Die kann natürlich nicht beliebig hochsetzen, deswegen haben wir hier die Wiederholbedingung. Er setzt das nur so lange hoch, bis am Ende meiner Zeilen angekommen ist. Und wenn er damit fertig ist, ist im Prinzip der Algorithmus fertig. Dann gibt er hier die Zwischensumme, die dann mittlerweile die End-zu-End-Summe geworden ist, als Rückgabewert der Funktion aus. Ja, das wäre jetzt nochmal das Ganze dargestellt in einem Struktogramm, als kleiner didaktischer Zwischenschritt, bevor wir das in MATCAT implementieren wollen. Und ja, machen wir das jetzt mal, wechseln wir ins MATCAT. So, ich mache das mal hier unten, hier in die Ecke rein. Da kann man sowohl das Flussdiagramm sehen als auch das Struktogramm. Und zunächst geben wir hier unsere Funktion ein, die soll heißen Summe 1. Also Summe in Klammern jetzt der Parameter und den nennen wir hier in MATCAT. Nennen wir einfach wir, ich würde es mal Mat nennen, nicht im M, mit Meter nicht verwechselt. Dann Doppelpunkt. Also jetzt fangen wir an zu programmieren. Wir sehen ja, wir müssen jetzt hier kommen mehrere Anweisungen. Also gehen wir hier auf Programmierung und machen hier den ersten Platzhalter rein für die erste Anweisung. Und da sehen wir hier, wir tun die Variable Summe festlegen oder diese hier, diese Anweisung. Also Summe. Aufpassen, wieder Zuweisung. Also hier dieser Pfeil und setzen das auf 0. Jetzt nächste Anweisung wäre jetzt hier dieser oder diese, also IR. Und wieder hier die Zuweisung. Und den setzen wir auf 1. Jetzt kommt die erste wieder Enter. Jetzt kommt die äußere Schleife über die Zeilen. Das ist das. Hier ist die Wiederholbedingung. Hier ist die Schleifenbedingung. Gehen also hier auf While. Und geben hier die Wiederholbedingung ein. Also solange IR kleiner gleich Rose. Rose, wo haben wir es? Rose von Matt ist. Was soll er dann machen? Ja, dann soll er erstmal i, das sind wir jetzt, das sind wir quasi hier. Jetzt hier sehen wir quasi hier, dass dieser Teil jetzt wiederholt werden soll. Also sind wir hier in diesem Bereich drin. Also dann soll er IC erstmal auf 1 setzen. Also i tiefgestellt C, jetzt bin ich wieder rausgerutscht hier. Tiefgestellt C, Doppelpunkt ist gleich. Macht er nicht, warum? Machen wir es hier. Doppelpunkt macht er auch nicht, das ist ja lustig. Ja, der muss nochmal raus. Ich bin mit meiner Notebook-Tastatur, ist das immer so eine Sache da. Also i, tiefgestellt. Achso, Doppelpunkt ist gleich, ja. Ja, kann er ja nicht machen.
Warum nicht? Wir machen ja die Zuweisung, lokale Zuweisung, also dieses hier. Ja. Gut, dass es nicht unterstützt, ja. Ich verwechsel es immer ganz gern, ja, aber wie gesagt, wir sind ja innerhalb eines Unterprogramms oder einer Funktion, da muss immer lokal zugewiesen werden, nicht mit Doppelpunkt ist gleich. Lässt Matcat auch nicht zu, ja. War schon der Vorführeffekt. Ich könnte sagen, es war als Absicht, war es aber nicht. Bin selber jetzt wieder dem Irrtum aufgelegen. So, also IC soll 1 sein und so. Jetzt hat das. IC gleich 1, das wäre jetzt hier diese Anweisung und diese. Und wir gehen auf Enter und fügen jetzt hier nochmal wieder die zweite Schleife ein. Also jetzt die innere Schleife, das ist diese jetzt hier. Gehen wir da auf While. Und jetzt kopiere ich mir das hier einfach, weil es mir einfach zu nervig ist, das über die Tastatur einzugeben. Und mache hier einfach ein IC draus. Und aus den Rows ein Cols. Steht für Columns. So heißt die Funktion. Übrigens, die Funktion, die finden Sie auch hier unter Funktionen, Matrizen und Vektoren. Hier haben Sie Cols und hier unten haben Sie dann Rows. QRS hier. Ja, die können Sie auch manuell eingeben, das ist kein Problem. So, was soll dann machen? Die Zwischensumme jeweils immer erhöhen, um den aktuellen Wert, wo wir gerade sind, vom Indiz her in der Matrix. Also das Ding hieß Summe, dann wieder lokale Zuweisung. So, der bisherige Summenwert plus unseren Matrixwert, also matt und tief gestellt. Aufpassen, das ist jetzt IR, also immer zuerst die Zeile, dann die Spalte, also I tief gestellt R. Ach, wieder rausgerutscht, ja, das ist immer I tief gestellt R, Komma I tief gestellt C. Das wird aufsummiert und jetzt sind wir quasi hier. Jetzt nicht vergessen, jetzt müssen wir aus der inneren Schna, müssen noch das IC hochsetzen. Das ist beinahe, also hier noch die Anweisung ist beinahe vergessen. Hier sind wir schon aus der Schleife raus. Muss ich schauen, dass ich drinnen bleibe und jetzt auf Enter. Jetzt bin ich immer noch in meiner Schleife über die Spalten, also hier und jetzt kopiere ich mir jetzt hier einfach von hier Steuerung C, Steuerung V und plus I tief gestellt C. Oh Mann. I C. So. Und das können wir auch wieder kopieren. Und hier unten muss dann nochmal das IR hochzählen. Ja, wenn Sie das vergessen, im Übrigen erzeugen Sie Endlosschleifen. Ja, dann wird der Zähler nie hochgezählt. Er erreicht dann im Prinzip nie das Abbruchkriterium. Also das Wiederholkriterium ist immer erfüllt. Und damit haben Sie theoretisch eine Endlosschleife erzeugt. Zum Schluss muss immer noch stehen, was wollen Sie ausgeben von diesen lokalen Variablen? Ja, entweder Summe, wir haben ja drei interne Variablen hier definiert, einmal die Summe, IR und IC. Wir müssen sagen, okay, was interessiert uns? Uns interessiert die Summe, deswegen gehen wir zum Schluss mal auf Enter. Halt, jetzt bin ich wieder zu gucken, wo wir sind. Die sind hier. Ja, sind wir, ja, das müsste passen. Enter, genau. Ja, jetzt bin ich quasi wieder außerhalb meiner Schleife, auch der äußeren, wieder im normalen in dieser Hierarchie hier und gebe aus Summe. Übrigens, wenn Sie das weglassen, dann wird er immer die letzte Anweisung ausgeben. Ja, was da passiert, wird er quasi uns IR ausgeben. Kann ich dann nochmal zeigen. Jetzt tun wir das mal ausprobieren. Das haben wir eh uns schon vorbereitet. Und jetzt kommt hier 48 raus. Und das ist auch das, was wir hier oben rausgekriegt haben in unserer Kontrolle. Ja, das hat also funktioniert. Ich wollte noch sagen, was passiert, wenn ich das hier vergesse. Dann gibt er immer den letzten Wert aus, nämlich hier IR. Ja, weil das hier einfach unsere letzte Anweisung ist. Ja, dass sie dann irritiert sind. Manchmal, wenn das zufällig der richtige Wert ist, ja, dann können natürlich diese Zeile dann weglassen. Aber wenn das nicht ist, dann müssen sie alle hinzufügen. In unserem Fall interessiert uns IR nicht. Deswegen geben wir die Summe und sagen mal explizit, die Summe soll ausgegeben werden. Und damit können Sie den Rückgabewert steuern. Ja, jetzt wollen wir das Ganze nochmal mit einer Vorschleife machen. Ja, das war jetzt diese Schreibweise mit einer While-Schleife. Wir wollen es auch noch mit einer Vorschleife nochmal machen, was eigentlich Sinn macht, weil das ist ja eigentlich eine Zählschleife. Wir verwenden die Iterationsschleife While, was in den Kopf gesteuert, wir verwenden quasi die kopfgesteuerte Iterationsschleife While wie eine Zählschleife. Indem wir einfach uns hier einen Startindex definieren, also einen Startwert für den Zähler und den Zähler dann hier so manuell hochzählen.
viel mit diesen Anweisungen. Und wenn Sie das mit einer Zählschleife machen, ist es ein bisschen eleganter. Und das zeige ich jetzt mal zunächst im Flussdiagramm. Gehe also hier auf mein Visio zurück und werde jetzt hier mal das Struktogramm zeigen, wie man das jetzt in Struktogramm bringt, wo mit Vorschleifen gearbeitet wird. So, die Eingabe und die Ausgabe bleibt natürlich gleich, die ändert sich nicht. Ja? Auch die Summe, die brauchen wir natürlich auch, wenn wir mit Vorschleifen arbeiten. Also die hat ja mit der Schleife nichts zu tun. Ja? Das heißt, das bleibt auch gleich. Was wir allerdings nicht brauchen, sind hier unsere eingebauten Variablen für das Zählen. Ja? Weil das ja bei der Iterationsschleife muss man sowas selber bauen. Bei einer Vorschleife ist das ja quasi schon inkludiert. Ich nehme mal die ein bisschen nebeneinander. So. Und das heißt, hier kann ich gleich anfangen mit meiner äußeren Vorschleife über die Zeilen. Das ist hier meine Zählbedingung. Ja, also IR setze ich auf 1. Dann sage ich von 1 bis zur Anzahl meiner Zeilen. Man könnte hier noch die Schrittweite mit angeben. Ja, wenn Sie es weglassen, ist es automatisch 1. Und dann folgt hier sofort dann die zweite Zählschleife. Das heißt, Sie sehen immer hier, was Sie hier quasi gemacht haben, diese Anweisung, ja, und diese, also für IR, also diese und diese hier, ist quasi hier in einer Zeile inkludiert. Ja, das, hier müssen Sie es quasi in drei verschiedenen Zeilen unterbringen, also diese Zeile, diese und das wird quasi in einer Zeile zusammengefasst, wenn Sie mit Vorschleifen arbeiten. Dasselbe gilt natürlich für die innere Schleife, die kommt jetzt hier. Wir setzen unseren Startindex IC auf 1 und laufen bis zur letzten Spalte. Hier haben Sie noch die Schrittweite mit drin. Und da tun wir jetzt einfach hier diese Zeile, wo haben wir hier IC gleich 1, diese und diese zusammenfassen in dieser Zeile und können dadurch Schreibarbeit aufsparen. Jetzt kommt natürlich hier das Aufsummieren unserer Zwischensumme. Das passiert jetzt hier. Und damit hätten wir unser Struktogramm für die Vorschleife. Sie sehen, das ist dann wesentlich kürzer, wenn Sie in dem Fall mit C-Schleifen arbeiten, weil wir ja eine Matrix durchlaufen und bevor wir in die Schleife reingehen, wissen wir, wie groß die Matrix ist und die bleibt auch innerhalb dieses Algorithmus konstant und deswegen können wir eine C-Schleife verwenden. Ja, was anders wäre es, wenn wir jetzt hier meinetwegen nicht wissen, wie groß die Matrix ist oder wenn die Matrix ihre Größe ändert oder so, dann müsste man eventuell Iterationsschleifen verwenden, eventuell, nicht zwangsläufig, aber da könnte es eventuell Sinn machen, aber in dem Fall ist es eigentlich ein klassischer Anwendungsfall für eine C-Schleife, wobei man kann es natürlich auch mit einer Iterationsschleife implementieren. Ja, also es ist jetzt nicht verkehrt, hat ja funktioniert. Machen wir das jetzt die Implementierung. Ich wechsle wieder ins MATCAD und hole mir jetzt hier mein Struktogramm hier für die Zählschleife. Und ja, machen wir es nochmal neu vielleicht. Beziehungsweise, ja, wir können es eigentlich auch kopieren und einfach abändern. Steuerung C. Steuerung und schmeißen hier einfach die Schleifen raus. Holen uns hier diese. Das tun wir uns einfach hierher legen. Das brauchen wir ja noch. Und das können wir hier rausschmeißen. Das können wir auch rausschmeißen. Und gehen jetzt, das heißt Summe 2. Der Name ist ja Summe 2. Und fangen jetzt hier an. Hier mit unserer Summe ist gleich 0. Das haben wir hier oben schon. Ja, Summe gleich 0. Jetzt kommt hier die erste Vorschleife. Also rechnen. Programmierung, Vorschleife und wir nennen das Ganze IR. Das ist unser Index für die Zeilen. Und der soll laufen von, ich tue es mal hier zunächst hart reinkodieren, also 1, ja, dann doppelt, also zweimal Punkt, nicht Doppelpunkt, sondern zweimal Punkt. Also hier, wenn Sie wollen, können Sie das auch hier machen. Dieses ist dasselbe. Und lasst das laufen bis zur Anzahl meiner Zeilen, also Rows von Matt. Ja, das wäre jetzt hier diese Anweisung. Jetzt folgt die nächste Schleife sofort. Gehe also wieder auf Programmieren, dann auf Vor und das Ding heißt jetzt hier I tiefgestellt C und das schnell kopiert läuft. Hier von, hier ist irgendwie ein Strich zu viel reingekommen. Oder? Ja, ist egal. Läuft von Rows bis Calls von Matt. Und was soll dann machen? Hier entsprechend aufsummieren.
Und das war jetzt hier diese Anweisung. Und da kommt auch mit 48 raus. Ja, das ist im Prinzip hier die Variante mit einer C-Schleife. Sie sehen, wenn Sie es einmal verstanden haben, sind Sie damit wesentlich schneller als mit einer Weilschleife. Im Übrigen, bei einer C-Schleife ist es gar nicht so einfach, eine Endlosschleife zu programmieren. Ja, bei Weilschleifen kann es Ihnen passieren, dass Sie da oder bei Iterationsschleifen kann es passieren, dass Sie da Endlosschleifen programmieren. Bei C-Schleifen kann das eigentlich nicht passieren. Ja, das ist auch der Vorteil, wenn Sie mit C-Schleifen arbeiten. Und zum Schluss vielleicht nochmals zu diesem Kapitel. Wie kann ich jetzt hier noch das noch kürzer formulieren? Das zeige ich hier nochmal. Also, indem Sie hier, ich tue es mal jetzt kopieren und mache es hier mal drunter vielleicht. Oder daneben, da sieht man es ein bisschen besser einen Unterschied. Das nennen wir dann Summe 3. Das wäre jetzt nochmal die Sachen, wenn Sie jetzt mal anfangen hier zu kürzen. Das ist jetzt aber MathCat spezifisch. Ja, der hat gesagt, wenn Sie Variablen in MathCat nicht vorher definieren, wie ich es hier mache, und zum ersten Mal verwenden, sind die automatisch 0. Das heißt, ich könnte, zur Kontrolle können wir noch schnell das mit anzeigen, das Ergebnis. Ich könnte die Anweisung hier oben aus weglassen. Entfällt, klappt immer noch, ja, weil wie gesagt, das gilt aber nur für eine Addition. Aufpassen, ja, deswegen sage ich, das ist jetzt MathCat-spezifisch, weil wenn Sie eine Variable das erste Mal verwenden, das mache ich jetzt hier, ja, und dann setzt ihr mal automatisch auf 0, es sei denn, Sie tun das explizit einstellen. Ja, würden Sie jetzt hier eine 1 haben wollen, beim Produkt, können Sie es nicht so ohne weiteres weglassen. Ja, und was Sie auch noch weglassen können, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wäre hier die letzte Anweisung, Summe, denn die ist ja eh hier die letzte Anweisung, sehen Sie hier, und deswegen können Sie das ja auch noch weglassen. Und das wäre jetzt die allerkürzeste Schreibweise, wobei ich, wie gesagt, das nicht empfehlen würde, so zu machen, weil es dann schwer nachvollziehbar ist. Ja, also ich finde diese Schreibweise hier besser. Übrigens, das gilt auch, das ist jetzt auch Programmier, das entspricht dem Struktogramm, und das ist Struktogramm, gilt natürlich Programmiersprachen unabhängig. Ja, das heißt, die ist jetzt sehr angelehnt an Struktogramm, ist mehr oder weniger 1 zu 1 das Ganze übersetzt, Zeile für Zeile, während das ist jetzt hier ein MathCat spezifisch. Das bedeutet, das ist jetzt nicht mehr so stark am Struktogramm abgelehnt, und deswegen ist das eher auch schwer zu verstehen. Ja, man muss halt wissen, dass Variablen automatisch mit 0 vorbelegt werden. Das ist nicht bei jeder Programmiersprache so. Im Excel ist es so, im VBA weiß ich gar nicht genau, das so ist, könnte sein, ja, und dass halt die letzte Anweisung immer dann automatisch Rückgabewert ist, das ist auch ein MathCat-Spezifikum. Okay, so können Sie das auch machen, wenn Sie es ganz kurz haben wollen, aber wie gesagt, ist eher für Anfänger nicht zu empfehlen, die Kurzschreibweisen. Letzte Aufgabe war gewesen, was muss ich machen, wenn ich nur positive Werte aufsummieren will? Dazu wechsle ich nochmal ans Visio und schauen wir das im Plusdiagramm an. Hier. Wieder ein bisschen rauszoomen und werden wir das Flussdiagramm mal duplizieren und mache das hier daneben. Beziehungsweise ich, ja, und muss hier mal die Gruppe aufheben. Das habe ich hier gruppiert. Gehe auf Gruppe aufheben und blende mal die Struktogramme aus. Dazu gehe ich hier auf Layer-Eigenschaften. Und schalte die Struktogramme aus. Er braucht den Platz ein bisschen. Die Abdeckung können wir jetzt eigentlich auch weglassen, weil das tun wir jetzt hier live kurz hier einbauen, die ganze Geschichte. Also ich möchte nur positive Werte aufsummieren. Ausgehend von, wir haben das Programm ja schon, den Algorithmus schon entwickelt. Das heißt, wir können hier das mal rausziehen. Wir brauchen den Algorithmus nur noch abändern. Und die Frage ist, wo muss ich da ja eingreifen? Ja, und ich denke mal, man muss dort eingreifen, wo die Summe gebildet wird, und das ist hier. Ja. Hier tut er aktuell jeden Wert aufsummieren. Und wir wollen das nicht, sondern wir wollen quasi nur bestimmte Werte aufsummieren. Das heißt, hier müssen wir noch eine Bedingung einbauen. Dazu mache ich hier ein bisschen Platz, damit die Bedingung hier reinpasst. Gehe hier auf, schiebe das ein bisschen runter und füge jetzt hier eine Bedingung ein. Habe mir also ein bisschen zu viel Platz gemacht. Ja, das ist etwas unschön. Gehen wir mal auf rückgängig und machen etwas hier noch ein bisschen mehr Platz. So, in der Hoffnung, dass er mir jetzt hier das sauber reinbaut. Er macht ja wieder diesen Quasi. Naja, egal. Und hier sagen wir einfach, der Wert soll nur dann aufsummiert werden, wenn dieser aktuelle Matrixwert, also hier dieser,
wenn der größer als 0 ist. Also wenn Sie hier rüber gehen, hier oben ran zoomen, also hier, dann gehen wir auf Start. Also am besten macht das so größer 0. Aufpassen, ich bin jetzt noch im tiefgestellten Bereich, das muss ich jetzt noch korrigieren. Markiere das, gehe auf Start, dann auf Schriftart und hier tiefgestellt wieder auf Standard setzen. Und jetzt bin ich wieder hier oben. Dann, wenn das wahr ist, soll er summieren. True. Und wenn das nicht wahr ist, das ist quasi eine einseitige Verzweigung, wenn wir so wollen, eine klassische einseitige Verzweigung, dann soll er einfach zum nächsten Wert gehen. Das heißt, wir müssen jetzt noch den Fall hier einbauen, wenn es nicht wahr ist. Dazu muss ich das wieder nach oben schieben hier. So, und wir brauchen hier wieder unser Start in Verbinder. So, und schreiben jetzt hier rein False. Und müssen jetzt hier noch schnell die Eigenschaften übernehmen, wie das besser aussieht. Das war hier, oh, das hat er noch markiert. Start. Ah, den Pfeil hier markieren. Den Verbinder markieren. Dann auf Start gehen. Format übertragen und übertragen. Ach, was soll das? Ich muss das hier mal erweitern. Also ich nehme jetzt hier den Verbinder und übertrage das Format hier auf diesen Verbinder. Jetzt noch die Pfeile ein bisschen schön schieben, damit man das besser lesen kann. So, haben wir genügend Platz. Das schieben wir raus. Das auch. Das auch. Hier ist die Schrift noch zu groß. Also übernehmen wir die Eigenschaften von dem Verbinder auf den und dann passt das auch wieder. So schnell kann man das ändern. Checken das nochmal. Also jetzt, wir sind jetzt quasi hier in dem Calls drin, in dieser inneren Schleife. Wir kommen jetzt hier an, prüfen jetzt, ob der aktuelle Wert größer 0 ist. Unser Matrixwert, wo wir gerade sind. Wenn ja, dann tun wir den so auf die aktuelle Zwischensumme aufsummieren und gehen dann weiter in unserem Algorithmus der Summe, den wir auf entweder auf den nächsten Spaltenwert in derselben Zeile wechseln. Ja, da wird man quasi jetzt hier sein oder dann, wenn wir am Ende der Spalte angekommen sind, der Spalten dann die nächste Zeile wechseln. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, ja, wenn der nicht kleiner, größer als 0 ist, dann passiert da gar nichts, das ist eine einseitige Verzweigung, dann tut er einfach auf den nächsten Wert in der Spalte gehen, beziehungsweise auf den nächsten Wert in der Zeile wechseln. Das wäre jetzt hier der Algorithmus quasi erweitert um die neue Funktionalität. Das könnte natürlich auch wieder ein Struktogramm bringen. Ja, hier nochmal jetzt hier das ganze Struktogramm übertragen. Ja, das Prinzip ist das alles gleich. Nur hier jetzt in meiner inneren Schleife baue ich jetzt eine einseitige Verzweigung ein. Das ist jetzt hier dieser Teil. Ja, prüfen, ob das halt größer 0 ist, der aktuelle Matrixwert. Wenn das wahr ist, ist es hier mit 1 kodiert. Dann wird die Summe gebildet und wir gehen. Und wenn nicht, dann macht er gar nichts. Ja, das ist hier das. Und ansonsten wird das entsprechend weiter hochgezählt. Ja, das ist jetzt wieder mit einer While-Schleife oder Iterationsschleife und das Ganze kann man nochmal kürzen. Das haben wir hier mit einer Zählschleife. Ja, ist natürlich alles wieder ein bisschen kürzer. Ja, tun wir es in MATCAT implementieren. Habe das schon mal vorbereitet hier. Also hier ist das Struktogramm mit der Iterationsschleife und hier haben wir nochmal die alte Implementierung, wo es nur um die Summe ging. Und jetzt baue ich hier noch die Verzweigung ein. Klicke also hier davor, gehe auf Enter und füge erstmal eine neue Zeile ein. Gehe jetzt hier oben in die neue Zeile und gehe jetzt hier auf Programmierung, füge jetzt hier eine Verzweigung ein. Hier meine Bedingung, da können wir uns das hier kopieren und sagen, das soll größer als 0 sein. Und nur wenn dem so ist, dann soll die Summe ausgeführt werden. Ja, das ist hier quasi das. Das wäre das und das andere bleibt da wieder gleich. Das können wir dann löschen. Und jetzt wird das entsprechend aufsummiert. Hier noch mal drunter ziehen. Summe 4, matt. Da ist ja noch ein Fragezeichen. Warum? Diese Variable ist nicht definiert. Prüfende Beschriftung. Also hier IC. Wenn IR gleich IC größer 0 ist, matt. Dann Summe. Okay. Ja, böser Fehler. Hier muss natürlich noch ein E rein.
Ja, also da habe ich Summe genannt und nicht Summe, also muss hier noch ein E rein und dann klappt das auch. Ja, jetzt komme ich auf 63, weil im Prinzip nur die ganz negativen Werte werden jetzt nicht mitgerechnet, deswegen wird die Zahl natürlich größer als die vorherige Zahl. Machen wir dasselbe Spiel hier unten. Jetzt kopiere ich mir das hier einfach raus, gehe auf Steuerung C und füge das hier unten ein, überschreibe einfach das hier und hätte man hier dasselbe. Ja, das wäre jetzt hier nochmal die Implementierung. Hier mit einer Vorschleife. Im Prinzip bleibt der ganze Teil bleibt gleich, bis auf die Summe. Das wird mit einer einseitigen Verzweigung kombiniert und wir haben die Sache gelöst. Ja, so viel dazu, wie man Summen über Matrizen bilden kann. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.